Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir haben unser Model Y ja nun seit circa einem Monat und wir haben den Kauf bzw. das Leasing noch keinen Kilometer bereut. Klar ist die erste Euphorie eines Neuwagens ein bisschen abgeklungen, aber das Ding macht immer noch tierisch Spaß zum Fahren. Und die Tage, an denen ich mit unserem Verbrenner-Diesel noch in die Arbeit fahren muss, die mag ich überhaupt nicht. Aber darum soll es heute nicht gehen in dem Video, sondern darum, was mich dazu bewogen hat, ein Elektrofahrzeug zu kaufen. Denn auch wenn jetzt der Kauf oder das Leasing von diesem Fahrzeug etwas spontan und vielleicht aus dem viel zu großen Bauch heraus geschehen ist, hatte ich doch im Vorfeld natürlich etliche Videos geguckt und mich informiert. Also, bleibt dran! Bevor ich mich überhaupt näher mit Elektrofahrzeugen beschäftigt habe, waren mir natürlich die Stammtischparolen im Ohr. Mit dem kommst du ja eh nicht weit. Das Ding, wenn brennt, dann war's das für dich. Wenn du im Winter liegen bleibst, dann erfrierst du in dem Ding. Und da wird dann auch immer gern dieses Ammenmärchen erzählt von dem Elektrofahrer, dem die Finger abgefroren sind in einem Stau. Man würde sagen, alternative Fakten nach dem Trump. Aber mal ganz abgesehen davon, das könnte einem Verbrennerfahrer, wenn dann genauso passieren. Denn wenn man liegen bleibt und so lange liegen bleibt, dass wirklich alles ausfällt, ja, dann kann es natürlich sein, dass man Erfrierungen hat. Aber der YouTuber Carmaniac hat es ja mal gezeigt, wie lange ein E-Fahrzeug im Winter heizen und Licht und alles Mögliche anhaben kann und wie viel Prozent an Akku er da verlieren würde. Also ein Verbrenner, der seinen Motor immer wieder laufen lassen muss, der wird genauso lang durchhalten, im Gegner wahrscheinlich sogar weniger als eine vollgeladene Akkubatterie. Mittlerweile sollten aber alle wissen, dass das eben eine Falschmeldung war. Aber ganz ohne Irrtümer kommt auch die E-Mobilität nicht aus. Zum Beispiel denken viele Leute, dass sie neben der Kfz-Steuer auch die Wartungskosten sparen, weil ja nicht so viel drin ist. Aber auch E-Fahrzeuge haben Verschleißteile wie Bremsbeläge, Bremsscheiben, Luftfilter. Manche haben ja auch Kühlflüssigkeiten um die Akku herum, die getauscht werden müssen. Also ganz ohne Wartungskosten kommt man da auch nicht aus. So wie ich das verstanden habe, meldet unser Tesla das selbst, wenn er irgendwas braucht. Sind wir mal gespannt. Tesla selber empfiehlt aber alle 2 Jahre eine Inspektion des Fahrzeugs. Die ist zwar nicht verpflichtend und wirkt sich auch nicht auf die Garantie aus, aber wer natürlich sein Auto ein bisschen länger haben möchte, sollte das vielleicht schon mal tun. Und in dem Zuge werden eben dann Bremsbeläge und Bremsscheiben geprüft und auch Kühlflüssigkeiten und eventuell Innenraumfilter gewechselt. Auch wir hatten natürlich zu Anfang Bedenken wegen der Reichweite, denn früher die Fahrzeuge so Zoe und i3, wo wir so angeschaut haben, hatten ja doch nicht so viel Reichweite. Und meine Frau, wie ich schon mal erwähnt habe, muss ja täglich 168 Kilometer hin und zurück fahren in die Arbeit. Aber die Sorge, irgendwo in der Pampa liegen zu bleiben, hat sich als völlig unbegründet herausgestellt. Zumal wir aufgrund des großen Akkus in dem Fahrzeug und der Supercharger-Infrastruktur von Tesla eh die wenigsten Probleme haben. Aber selbst im Kleinwagensegment gibt es ja mittlerweile ausreichend große Akkus zur Auswahl, so dass es zum Beispiel Reichweiten bis zu 300 Kilometer ohne Probleme auch im Kleinwagensegment gibt. Aufpassen sollte man aber immer bei dieser WLTP-Angabe der Hersteller. Denn während man im Sommer durchaus die WLTP-Angabe erreichen kann, bei entsprechend schonendem Fahren, sollte man im Winter da immer so um die ein Drittel sich mal als Puffer abziehen, dass man wirklich auf der sicheren Seite ist. Und genau deshalb haben wir auch vorsichtshalber zum Long Range von Model Y gegriffen. Klar, zum Zeitpunkt, als wir den gekauft haben, hat es nur das Model Y Long Range oder Performance gegeben. Aber selbst wenn es eine kürzere oder eine kleinere Version gegeben hätte, hätten wir wahrscheinlich die Long Range ausgewählt. Denn der hat eine nutzbare Batteriekapazität von 77 Kilowattstunden und eine WLTP-Reichweite von 533 Kilometer. Vom Verbrauch und so, das werde ich euch mal in einem anderen Video noch mal genauer zeigen. Für mich als Pendler, der täglich nur 55 Kilometer hin und zurück fährt, hätte es natürlich auch ein Corsa E oder ein Peugeot 208e getan, denn die haben auch schon eine WLTP-Reichweite von, muss ich mal kurz schauen,
340 Kilometern. Das heißt, selbst im Winter hätten wir 230 Kilometer. Also es würde mir locker reichen, in die Arbeit und wieder zurück. Und dann hänge ich dann eh an die Wallbox. Wäre also kein Problem. Übrigens sollte man bei der Angabe der Akkukapazität immer aufpassen, denn zum Beispiel bewirbt der Stellantis-Konzern seine Batterien immer mit 50 Kilowattstunden, nutzbar sind aber nur 44 Kilowattstunden. Also immer aufpassen, dass die Nettokapazität angegeben ist. Das ist übrigens bei uns im Tesla auch nicht anders. Wir haben 82 Kilowattstunden Batterie drin, nutzbar, Nettokapazität sind 77 Kilowattstunden, der Rest ist Puffer, wie bei allen anderen Batterien auch. Also für mich als Normalpendler, wie gesagt, wäre jedes E-Auto brauchbar. Ich kann es, wie gesagt, abends an der Wallbox laden. Und nochmal kurz zum E-Auto im Winter. Wir hatten jetzt doch noch ein paar Tage in den 4 Wochen, die etwas kälter waren. So musste ich lernen, dass Akkus keine kalten Temperaturen mögen, was sich durch höheren Verbrauch und langsameres Laden zeigte. Aber hier bietet der Tesla die Möglichkeit, die empfindlichen Zellen vorzutemperieren. Das machen wir zum Beispiel über unsere Tesla-App. Wir haben einen Zeitplan eingerichtet, sodass der Akku und auch das Fahrzeug morgens um 7 vortemperiert. Das Ganze kostet 1% Akkukapazität. Eine Standheizung mit Benzin braucht auf jeden Fall mehr. Möglich macht das beim Tesla eine verbaute Wärmepumpe, die den Innenraum angenehm temperiert. Die ist ins Batteriemanagement mit eingebunden, sodass auch die empfindlichen Zellen vorgewärmt werden und somit natürlich auch die Lebenszeit der Batterie verlängert. Und während sich bei unserem Diesel die ersten 5 Kilometer keine Wohlfühltemperatur im Raum einstellt, steigt man hier schon ein und muss nicht einmal mehr die Jacke anziehen. Die kann man schon auf die Seite legen. Außerdem sind natürlich die Scheiben frei. Also man hat nicht mehr diese freigekratzten Panzerschlitze, wo man so mit Mühe nur durchschauen kann, was natürlich auch die Sicherheit beim Fahren merklich erhöht. Ja, und dann haben wir natürlich noch das Laden im Winter. Eine Akkuheizung ist mittlerweile Grundausstattung in jedem modernen Elektrofahrzeug. Denn sonst würden sich ja die Hersteller selber ins eigene Fleisch schneiden. Denn Lithiumzellen altern beim Schnellladen unter kalten Temperaturen wesentlich schneller und können teilweise sogar Schaden nehmen und dadurch auch Kapazität verlieren. Eine solche Akkuheizung fungiert aber meist nur als Frostschutz. Und wenn man nach dem Kaltstart zu einer Schnellladesäule fährt, muss man sich auf mickrige Ladeleistung einstellen. Unser Tesla zum Beispiel temperiert den Akku vor oder kühlt ihn ab, je nachdem. Wenn wir unseren Supercharger in die Routenplanung eingeben, würden wir zu jemand anders fahren wie Ionity oder ENBW, ist Stand heute es noch nicht möglich, dass der Akku vorgeheizt oder abgekühlt wird. Und wie stark sich das auswirkt, das habe ich sogar selbst schon getestet. Wir sind zweimal jetzt in der Zeit an den Supercharger gefahren. Einmal haben wir das Ganze in die Routenplanung eingegeben. Da hat er vortemperiert. Da haben wir dann, also zwischen 20% und 80% haben wir mit 170 Kilowattstunden losgelegt. Und beim zweiten Mal, da sind wir einfach so zum Supercharger gefahren, vorher ein bisschen Landstraße gefahren, also der Akku war nicht richtig warm. Und da haben wir mit 117 Kilowattstunden Ladeleistung gestartet. Also ihr seht, doch ein gewaltiger Unterschied. Das Laden selber ist natürlich mit einem Tesla im Supercharger-Netz und auch an der heimischen Wallbox so easy wie tanken. Im Gegenteil, ich würde sogar sagen, einfacher als tanken, denn wir sind jetzt nicht mehr von diesen starken Preisschwankungen abhängig, die beim Tanken ja anfallen und müssen auch nicht jedes Mal in der App suchen, wo jetzt gerade die günstigste Tankstelle ist oder die günstigste Zeit zum Tanken. Die Tankstellen-App hat ausgedient. Ich weiß, nicht jeder von euch hat den Luxus, sich eine Wallbox oder eine Drehstromsteckdose an seinen Stellplatz zu legen oder legen zu lassen. Es ist aber auch durchaus möglich, bei Leuten, die nur kurze Strecken pendeln täglich, mit der ganz normalen Schuko-Steckdose das Fahrzeug nachzuladen. Da schafft man in 8 Stunden so um die 100 Kilometer nachzuladen. Der normale Verbrennerfahrer fährt so um die 50 Kilometer Pendelstrecke täglich. Das heißt, man hätte doppelt so viel an Ladeleistung drin innerhalb von 8 Stunden, wie man eigentlich braucht. Ihr solltet aber auf jeden Fall, wenn ihr das machen wollt, euren Elektriker fragen, ob eure Leitungen das noch aushalten, denn dieser lange Strombezug des Fahrzeugs macht natürlich die Leitungen schon etwas wärmer. Und jetzt, wenn man ein älteres Haus hat, vor allem ganz alte, die noch stoffummantelte Leitungen hatten, sollte man aufpassen, dass man sich da nicht vielleicht einen Kabelbrand ins Haus holt. Was auch schön ist, unser Tesla hat zum Beispiel noch
Neben dem Typ 2 Ladekabel, das man ja für die öffentliche Ladestruktur braucht, das ist das Kabel hier, hat unser Tesla sogar noch den Schuko-Ziegel mit dabei, also diesen Universal Mobile Connector, den man mittlerweile leider für 390 Euro hinzukaufen muss. Da gibt's dann auch von eGo, glaube ich, noch eine Alternative. Die kostet zwar ein bisschen mehr, aber dafür habt ihr das Ding, könnt ihr dann auch gleich, wenn es mal sein muss, als Wallbox benutzen. Ich schreibe euch mal einen Link unten rein, wenn ich es finde, wo es das gibt. Dann könnt ihr ja das mal anschauen. Ich finde es schade, dass sie diesen Schuko-Ziegel nicht mehr mitliefern. Ist eigentlich eine versteckte Preiserhöhung. Und gerade im Urlaub, wenn man mal wirklich wo ist, wo die Ladeinfrastruktur extrem schlecht ist, könnte man dann halt an seiner Home Destination, also was weiß ich, an einer Ferienwohnung oder am Campingplatz zumindest 100 Kilometer nachladen, so dass man auf jeden Fall zum nächsten Supercharger kommt. Aber spätestens, wenn man mal wirklich in Urlaub fahren möchte oder längere Strecken fahren möchte, ist man auf die öffentliche Ladestruktur angewiesen. Und da habe ich eben gesehen, dass welche Probleme das andere E-Autofahrer hatten mit ihren Ladekarten und Ladesäulen und Ladeleistung. Das war auch ein Grund, warum wir uns für einen Tesla entschieden haben, denn die Supercharger-Infrastruktur ist halt einfach wirklich groß in Deutschland und problemlos. Selbst der YouTuber Carmaniac hat ja mal gesagt, dass es keinen Sinn macht, groß Videos mit dem Tesla zu machen, da das Laden einfach viel zu einfach ist und die Probleme nicht aufzeigt, die für andere E-Auto-Fahrer auf dem Markt sind. Hauptproblem für Nicht-Tesla-Fahrer ist eben dieser Tarifdschungel und der Strauß an Ladekarten, den man dabei haben muss, damit man auch wirklich auf der sicheren Seite ist, sein E-Auto auf längeren Strecken nachladen zu können. Klar bieten jetzt auch andere Anbieter, zum Beispiel Ionity, glaube bei Ford Plug and Charge an, aber so einfach wie beim Tesla ist es halt einfach nicht und Tesla war da einfach der Vorreiter. Allein das Laden mit dem Model Y oder auch jedem anderen Tesla am Supercharger ist einfach ein Vergnügen. Man fährt hin, nimmt das Ladekabel aus der Halterung, drückt oben auf den Knopf, dann geht die Ladeklappe auf, man steckt den Stecker ein, das Ding fängt das Laden an bis zu der Ladeleistung, wo man vielleicht eingestellt hat, 80% oder so. Wenn es fertig ist, drückt man auf den Knopf, damit entriegelt man es wieder, man steckt ein, die Klappe geht automatisch zu und man kann weiterfahren. Und da der Supercharger weiß, welches Fahrzeug da gerade geladen hat, bekommt man auf seine App eine Rechnung. Das Geld wird automatisch entweder von der Kreditkarte oder vom hinterlegten SEPA-Konto abgebucht, also wirklich extrem einfach. Und auch die Ladepreise, ja gut, die unterscheiden sich jetzt kaum mehr von anderen Anbietern wie INBW, aber immerhin noch nicht so unverschämt, wie wenn man zu Ionity hinfährt, wo man dann als Nicht-Ionity-Verbundpartner 79 Cent die Kilowattstunde zahlt. Ich glaube, momentan sind es so zwischen 50 und 52 Cent bei Tesla. Da INBW Mobility Plus mit über 250.000 Ladepunkten einer der größten Ladeverbundanbieter ist, haben wir uns als ADAC-Mitglied eben diese Karte noch geholt als Notfalllösung, falls mal kein Supercharger in der Nähe ist oder wir eben an einer normalen AC-Ladesäule laden müssen, die eben auch in dem Verbund drin ist. Aber das Ganze mit diesen Ladekartenwirrwarr soll ja ab 1. Juli 2023 einfacher werden. Da müssen dann alle neuen Ladesäulen, die aufgestellt werden, mit einer EC- oder Debitkartenzahlungsmöglichkeit ausgestattet sein. Mittlerweile gibt es ja schon einige Ladesäulen, die das Ding schon dran haben. Kostenlos laden geht natürlich auch, leider immer seltener möglich. Auch ich kenne schon etliche Stromschnorrer, die Möglichkeit ausnutzen, bei Baumärkten, Möbelhäusern und Supermärkten kostenlos zu tanken. Da das aber, wie gesagt, immer mehr ausgenutzt wird, denke ich, werden die Märkte irgendwann das Ganze einstellen oder eben vielleicht eine App, die man während dem Einkauf aktivieren kann, steuern, ich weiß es nicht. Aber solange es noch möglich ist, versuche auch ich mal irgendwann mal umsonst zu laden, bisher leider erfolglos. Eine Angst war auch die Planung von längeren Strecken für Ausflugsziele oder Urlaubsziele. Ich hatte da Videos gesehen, da haben die Leute oft stundenlang vorher sich ihre Routen geplant, um optimal mit dem Akku
von da nach da zu kommen. Also das war echt gruselig. Mittlerweile sollte jedes moderne Elektroauto eine Routenplanung integriert haben. Ein modernes Navigationssystem sollte also anhand von Akkuladestand, Ladesäulen die Route so planen, dass man keinerlei unnötige Verzögerung hat. Maßstäbe bei der Routenberechnung mit Reichweitenprognose setzt natürlich auch hier wieder Tesla, das auch hier bei uns im Model Y verbaut ist. Das ist also die Navigation. Ich sage jetzt Hamburg Hafen einfach mal. Dann würde er das berechnen jetzt anhand rechts abbiegen von auf Altvogelhof. Unserem jetzigen Akkustand. Wir fahren mit 54% los. Normalerweise würde man mit 80 losfahren. Deshalb ist der erste Ladestopp hier auch in Münchberg Nord. Bei 18% wird man ankommen, 50 Minuten lang, weil wir nämlich jetzt ziemlich viel dann nachladen müssen. Normalerweise fährt man bei so einer langen Strecke hier schon mit 100% los. Der zweite Stopp wäre dann, komme ich mit 13% an, 40 Minuten nachladen. Und der dritte Stopp kurz vor Hamburg, 16%, komme ich da an und muss 15 Minuten nachladen, damit ich zum Hafen komme, mit 27%. Also ihr seht, extrem einfach. Ich weiß immer genau, wo ich laden muss. Seit kurzem hat das natürlich auch Google in seinem Automotive OS, das ja im Polestar und in die Volvos verbaut ist und demnächst auch im Renault verbaut sein sollte. Und bei Schnellladern wie eben den Tesla Superchargern, Ionity, Fastnet, Allegro, Shell Recharge, Arol Plus und wie sie alle heißen, oder auch ENBW, sollte das Laden zwischen 20% und 80%, so zwischen, ja, 25 und maximal 40 Minuten dauern. Bei uns war es jetzt immer so zwischen 20 und 25 Minuten, wenn wir eben unser Fahrzeug nachgeladen haben. Das ist also gerade mal eine Pipi-Pause, einen Kaffee holen, mal kurz den Hund ein bisschen rauslassen bei einer längeren Strecke und dann fahren wir schon wieder weiter. Also die Pause ist oft sogar länger, als was wir laden müssten. So, jetzt habe ich aber ewig über Akkus und sonstige Lademöglichkeiten gelabert und noch gar noch nichts weiter gesagt, was für Punkte mich noch zum Model Y gebracht haben. Da das Video aber sonst zu lang wird, machen wir jetzt hier einen Cut und ich werde im nächsten Video auf diese Punkte eingehen. Schön, dass ihr dabei wart. Würde mich freuen, wenn ihr auch nächstes Mal wieder einschaltet. Bis zum nächsten Mal. Ciao.